Servus und hallo, willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Nighty zockt für euch hier. Wir sind dabei, den Sonnensohn aufzumischen. Was hoffentlich auch bald funktioniert. Da wir im letzten Part einen kleineren Fail gehabt haben, habe ich fix nachgespielt. Kein Problem. Läuft. Schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Bin ja gerade dabei, ein paar Sidequests zu machen. Das war falsch. Wo muss ja der da sein? Oh, ich glaube, vorne rechts habe ich ihn noch nicht versucht, ne? Das heißt, der ist unten rechts, der. Oh mal, wäre da vielleicht. Und dadurch, dass ich jetzt die Rubinrüstung habe, wird 80% des Schadens weggemacht. Schade, schade, schade. Erstmal die beiden Seiten gegenüber probieren. Sehr schön. Da haben wir das Problem wieder. Wo ist der nächste? Oben vielleicht? Nein, das war falsch. Unten rechts vielleicht? Auch falsch. Schauen wir nochmal. Das war falsch. Ne, gerade gelesen. Feuersohn, Sonnensohn verliert Feuer. Okay. Und wir haben ihn besiegt. Sehr schön. Sehr gut. So. Das ist der uralte Soldschein. Er scheint kaum noch Energie zu haben. Vielleicht könnten wir ihn... was? Den Mondstein erhalten. Okay. Wir haben den Soldschein gefunden. Den Sonnenstein, den feuerspuckenden Sonnenmann, Frau, was auch immer er sein will, soll... So, einmal hier nochmal kurz heilen. Und wir fliegen. Dadurch, dass wir wissen, dass der Sonnenschein Jahrzehnte braucht zum Aufladen, fliegen wir mal nach Prähistoria. Und legen dort den Mondstein hin. So. Nordosten, Nordosten ist dort oben, dort oben. Da, wo ich eben reingegangen bin, um den Sonnensohn zu töten. Den Sonnendom, den müssen wir jetzt finden. Der ist nämlich hier. So. Hier ist es nie dunkel. Mondschein hier lassen? Yo.
Okay, gehen wir. So, und weiter geht's. Wir müssen jetzt erstmal. So, ich denke mal, wir gehen jetzt mal in die Gegenwart. Ups. Nein, da ist die Gegenwart. Schauen wir mal. Und zwar. Er ist weg, der Mondschein ist weg. Oh, ob ihn aus dieser Zeit genommen hat? Kann ja nicht wahr sein. Klauen die einfach so. Ist Wahnsinn. Gibt's hier eigentlich einen Laden, wo ich einkaufen kann und so? Medina-Stube. Ah, hier, Laden. Moin. Hier gibt's nichts für Menschen. Macht, dass ihr wegkommt. Höflich bitten. Ja, wir sind Menschen. Zeig sie, Chef. Och, nö. Geh doch weg, Mann. Yay. Erst kämpfen, dann kriegen wir Sachen. Na, super. Der Chef Biester. Na, gib mir jetzt her. Also gut, ich verkaufe euch was. What the? Ja, klar, Alter. Ha, senk meine Preise doch nicht vor den Menschen. Ja, du bist doch einer. Naja. Wow, Funkel die Funkel. Hier ist ein Laden, gucken wir mal da rein, ob wir hier was Besseres kriegen. Und Items, naja, Unterkünfte können wir nochmal nachkaufen und eine Belebung. Das soll schon gewesen sein. Okay. In das Gasthaus bitte. Porristube. Okay, bis bald wieder. Nein, das war nicht das Gasthaus. Bootshaus. Ich habe Rauchfleisch, gebe es aber nicht her. Obwohl, für sagen wir 9000. Ja, komm, gib her. Hier, hau rein. So, gut. Hallo, Kollege. Ein Klavier. Upbeat. Wow. Awesome. Ja. Gut. Damit fliegen wir doch einfach mal. Sagen wir eine Ära zurück. Altustenhaus. Oh, du hast Rauchfleisch. Verkaufst du es mir? Nein, ich schenke es dir. Du schenkst mir, dass es so liebe Leute wie dich noch gibt. Meine Kinder werden das Zeilen lernen. Du kannst es sicher. Da kannst du sicher sein. Ja. Dann haben wir was Gutes in der Vergangenheit gemacht und. Na? Da wir ja so gut, so höflich und nett gewesen sind, dass das geschenkt wurde. Sagen wir, wir speichern nochmal hier. Und ein Save State ebenso. Und dann würde ich sagen, schauen wir nochmal rein, ne? In das nette, funkelnde Haus. So. Moin. Ihr habt Interesse am Mondschein? Jemand hat ihn einfach hier gelassen. Euch scheint ja was daran zu legen. Nehmt ihn. Sehr schön. Dankeschön.
Ja, so ein paar kleine Kniffe. So. War das hier schon? Ich glaube ja, ne? Jo. Jawohl. So, meine Freunde. Wollen wir in der Zukunft gucken, was uns das, was die Zukunft uns bringt? Was haltet ihr davon? Eieiei, auf ins Jahre 2300. Hinein in den Sonnendom und hier blinkt und blitzt es schon. Faszinierend, aus so viel Energie kann ich eine mächtige Waffe machen. Gehen wir zu mir nach Hause. Machen wir. Ich modifiziere den Sucher und extrahiere die Energie. Dann packe ich ihn per Vakuumkompression in eine Patrone. Und fertig. Du hast einmal Wunder erhalten. Manchmal staune ich über mich selbst. Schau, Luca, ich habe ein Stück vom Sonnenschirm geliehen und etwas Tolles draus gemacht. Das ist ein Sonnenschirm? Sonnenschirm? Wirklich? Und dann würde ich sagen, kriegt sie auch noch den Sonnenschirm. Und damit wäre diese Quest auch abgeschlossen. Hat eigentlich der Vater noch irgendwas für mich? Weiß gerade gar nicht. Mal gucken. Nachfragen wir mal. Oh, ihr kommt gerade recht. Ja, stimmt. Du hast einen Tabernanzug gehalten. Mein bestes Stück. Die stärkste Verleihung für meine Tochter. Ist sogar besser. Okay. Und ich würde sagen, wir machen hier nochmal ein Safe State. Ich weiß ja nicht, wie das wieder mit den Übergängen hier ist. Und gehen raus. Speichern wir nochmal. Und ich würde sagen, wir machen uns an die nächste Aufgabe. Was haltet ihr davon? Ich hänge fest, naja. So. So. Okay. Ist ja auch interessant, ne? Wir haben Robo in der Mannschaft und er ist hier immer noch am Pflügen. Das ist cool. Das ist echt genial. Wo wollte ich jetzt überhaupt hin? Verdammt nochmal. Das ist Ossis vor, da müssen wir auch noch hin. Was war das? Ich glaube ja, ne, oder? War das hier? Schorastube. Kaffee. Moin. Meine Werkzeuge wurden schon, jetzt kann ich nicht arbeiten. Wieder ein wenig Vorarbeit, das ist ja immer so. Also ich glaube, das war das letzte Sidequest, was ich wirklich gemacht habe in diesem Spiel hier. Bei meinem anderen Spielstand. Mich da nicht täusche. Wird irgendwo ein Kaffee bestimmt, oder? Wohnhaus. Gutsherrenhaus, Schorhausstube.
So. Hey, bring mir mehr Limo. Herr, ich denke, ihr hattet genug Zucker für heute. Sei still, ich sage schon, wenn ich genug habe. Ich mag halt Limo zu gerne. Willst du meine Werkzeuge ausleihen? Sei mein Gast, ich habe zu tun. Also frage meine Frau danach. Dann tun wir das doch, oder? Unheimlich. Mein Mann ist nie da. Ich zeige ihm, wer der Chef ist im Hause. Das nächste Mal puff mitten ins Gesicht. Oh, Moment, die sind gleich hier. Wieso verstaut einer Werkzeuge im Kühlschrank? Das ist nicht normal. Werkzeuge erhalten. Es ist nicht normal. Nein, definitiv nicht. So, meine Freunde. Damit wäre der Part auch schon wieder vorbei. Jawohl. Das geht schneller als gedacht. Das ist schade. So, liebe Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Chrono Trigger. Bis dahin, euer Nighty Zockt.